Guten Tag, meine lieben Freunde. Ne, das wollte ich gar nicht. Also, ja, wundert euch bestimmt jetzt, wieso denn das Let's Play 7 Wind nicht mehr von unserem guten alten Mr. Manein gemacht wird. Naja, es wird noch weiter von ihm gemacht, nur heute bin ich mal am Start. Doch leider war es nicht immer so. Denn heute ist nämlich was ganz Wichtiges, und zwar steht das hier? Nee, leider nicht. Gut, dann brauchen wir das auch nicht. Wir wollen nämlich zu einem Treffen aller Völker, also zum Beispiel auch das Banner Falkensee und ja, der Notram und so. Genau da wollen wir hingehen. Nur, dass Mr. Mannheim heute leider verhindert ist. Der hat Wichtiges zu tun und deswegen übernehme ich das heute mal. Wir konnten das nämlich einfach nicht ausfallen lassen. Und ich habe mir für dieses Let's Play ja auch extra einen neuen Char erstellt. Und zwar Tandil Götterklinge. Ja, ich laufe jetzt erstmal zum Dorf. Da dürften sich schon einige gesammelt haben. Und währenddessen erzähle ich euch mal ein bisschen was über den. Also die ganze Story will ich jetzt nicht wiedergeben. Kurz gesagt, ich bin in Galadon irgendwo in ein Kloster der Gohor-Gläubigen aufgewachsen. Die Gohor-Gläubigen, also die Gohor, sind zwei uralte Drachen, die die ganze Welt Tare hier genannt erschaffen haben sollen. Und an die glaubt kaum noch einer, aber ich bin halt einer der wenigen. Mein Ziel ist es halt, diesen Geheimorden, sag ich mal, den es von den Gohor-Gläubigen gibt, aufzusuchen, um ja, da einfach mal weiterzuleben. Als, ja, sagen wir mal, als eine Art Tempelritter. Genau deswegen bin ich ja auch, also habe ich mir diesen Namen gegeben, Götterklinge. Ich bin so eine Art Tempelritter, so ein Gotteskrieger, so in der Art, ja. Ich bin in Real Life eigentlich Atheist, aber ich wollte das mal so machen. So. Geht das eigentlich hier lang? Ja, ich glaube, hier müsste man lang. So, nicht, dass ich mich aus Versehen verlaufe. So, sehr schön. Weiter gucken. Irgendwo hier müsste das dann bald sein. Oder bin ich gerade völlig falsch, oder? Naja, wir laufen einfach mal weiter. Oh, das sind die Hobbits. Ja, ich guck einfach mal weiter. Vielleicht finde ich ja noch was. Das bezweifle ich aber. Was hier nicht alles geladen werden muss. Warte, wir gehen mal hier raus. Ich glaube nämlich nicht, dass es hier das Richtige ist. Einfach mal zurück und dann schauen wir, ob wir das Ding noch irgendwo finden. Ich hoffe ja nicht, wir kommen zu spät. So. Boah, diese Eisentore nerven mich. Na komm. So. Und weiter geht's. Also ganz freundlich zum Zwergen und zum Hobbit rübergenickt. Oh ja, das kann ich auch gleich machen. Ein Bergzwerg namens Xorosch Hammerschlag und ein Hobbit namens Hans Irling. Ja, so richtig schöner deutscher Name. Hans. Die Hobbits, nenne ich sie jetzt mal, sind wirklich die besten. So, auf dem Weg dahin. Was ist das denn? Baumstämme. Das ist neu, das kenne ich noch gar nicht. Sehr interessant. Ich war lange nicht mehr hier oben. Was ist das? Haus der Elemente. Da will ich nicht hin. Ja, laufen wir einfach mal hier lang. Irgendwann finden wir das schon. Nicht, dass ich mich komplett verlaufe. Dann müsste ich das Let's Play neu starten. Naja, Skype hätte ich mich mal beschäftigt stellen sollen. Naja, was soll's.
Oh, was ist das? Cool, ich glaube, wir haben es gefunden. So viele Pferde, wie hier stehen. Und diese lila Pferde. Die sind ganz sicher Pferde von den Mythen. Und die bekommt man nicht wirklich sehr oft zu sehen. Nur heute bestimmt, wo sich ja mal alle Leute treffen. Also auch die Mythen. Oh, wir haben ja. Ein Nordrave. Mal schauen, wie sie reagieren. Maltit. Ah, verdammt. Ja. Zack. So, und weiter geht's. Ja, da bin ich froh, dass wir das Ding noch rechtzeitig gefunden haben. Dann dürft ihr rechts unten sehen, wie spät es ist. Und in exakt 3 Minuten beginnt dann das Treffen. Ich weiß nur nicht genau wo. Ich schaue mich einfach mal um. Das würde ich schon finden. Ist ja sehr interessant hier. Oh, da oben sind ein paar Notrahmen. Da gehe ich mal hin. Wulfgar. Sehr schöner Name für einen Notrahmen. Na gut, dann gehen wir mal rein. Sieht ja sehr gemütlich hier aus. Auch diese Schilder. Dekorativer Schild. Wow. Ein Mann. Und wer? Kenne ich nicht. Noch nie gesehen. Aber hier ist ein Spanferkel. Und das habe ich gesehen schon mal. Also, Schweinebraten. Wer ist das? Kennen wir auch noch nicht. Ja, okay. Wir sind gerade mal Level 1, ganz neu auf der Insel, dass wir noch keine Sau kennen, ist auch logisch. Also was tun? Würde mal sagen, wir setzen uns erstmal irgendwo hin. So, das sind ja Menschen, also da bin ich unter Artgenossen. Mythen, aha, das sind die Mythen hier. So, klicke ich mal auf einen drauf. Oh, die sind ja total vermummt, die Mythen. Also Mythen sieht man wirklich nicht häufig. Ja, da sieht man's. Ich hole die mal so in die Mitte. Das ist total weiß, das Gesicht. Ja, die sehen ein bisschen skelettmäßig aus, diese Mythen. Die sind irgendwas, was auch immer die sein sollen. Zumindest was Besonderes. Die findet man nicht immer. So.
lehnen wir uns hier mal an die Wand an. Ja. Oh, da sind so viele. Sein Holzbein, der hat ein Holzbein. Ah, stimmt, habe ich ja gar nicht genau hingeschaut. Brandensteiner Marineuniform, Kapitän. Aha. Ja, das ist so ein typischer Pirat, wie man sich vorstellt. Fehlen nur noch Augenklappe und Haken. Ein Fuau. Eine Frau, also in dem Bund der Westhäfer Wölfe, aber kein Nordravin, sondern einfach nur eine Menschenfrau. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, das ist die Frau und Mann. Habe ich auch noch nie gesehen, die ganzen Leute. Also dürfte sehr interessant werden. Ich weiß nicht genau, worüber wir die eigentlich sprechen. Frauen, Frauen. Sind das Brandenste. Oh nein, ich glaube, ich weiß, wer die ist. Ist die noch neu? Orden der Wachende Löwen. Okay, also ein Rang steht nicht da. Das tut mir leid. Ach ja. Ich glaube, zumindest die. Sieht mir ziemlich danach aus, dass sie einer der einmal bei den Banner Falkensees war, jetzt zu den Brandensteinern, nicht Brandensteinern, sondern zu den Wachen den Löwen gewechselt ist. Obwohl, ich glaube, die Wachen den Löwen sind ja auch bei Brandenstein, also die Garde von Brandenstein. Ja, gut, ich habe mich da lange nicht mehr mit beschäftigt. Ich habe ja nebenbei noch andere Chars. Zum Beispiel einen Magier und so. Und da muss man sich mit anderen Sachen befassen. Dann wird das schlecht, sich überall zu informieren. Also über alles informiert zu bleiben. Oh, ein Hochelf. Aha. Kennen wir nicht. Also ich zumindest nicht. Ja, das ist ja der Pirat, das ist Captain Morgan, der ist der Little Captain in you. So, wir haben eigentlich hier ganz viele ausgestopfte Tiere. Aha, ausgestopft. Oh, Weißwolf. Also nur mal so am Rande, Weißwölfe sind sehr selten hier in diesem Spiel und allgemein. Zumindestens Weißwolffell ist sehr begehrt und deswegen ist eine Rüstung oder irgendein Kleidungsteil aus Weißwolffell sowas von schweineteuer. Ah, ich habe mal nachgeschaut. Ich glaube, ich wollte mir. Was soll ich mir kaufen? Eine Weißwolfrüstung. Und da haben die mir gesagt, dass die Armschoner allein, also Armschoner aus Weißwolfleder, schon 10.000 Dukaten kosten. Das ist doch ganz schön viel. Mit was ist das zu vergleichen? Mit meinen Nordraben, den ich im Banner Falkensee spiele, glaube, muss ich da nach den neuen Solderhöhungen. Bin mir nicht mehr sicher. Ja, ich glaube, ich muss 3 Monate mit dem spielen. Also 3-mal Sold erhalten, um mir das Ding zu kaufen. Und dann kann man sich mal ausrechnen, wie lange es dauert, sich dann eine ganze Rüstung zu holen. Jetzt nur durch den Sold. Wir gehen natürlich manchmal los, wenn wir jetzt ins Ödland ziehen, mal ausrücken, ein paar Viecher metzeln. Kommt alles Gejagte zusammen, wird verkauft, das wird dann wieder aufgeteilt. Und das kann man sich natürlich zusätzlich was verdienen. Oder beim Dunkeltief, ich weiß nicht, ob das Mr. Marlin schon mal erzählt hat. Wenn nein, sage ich jetzt nochmal ganz kurz. Es ist halt die Zeit. Über ein Wochenende, ich glaube von also Donnerstag bis Sonntag immer im Januar ist es, soweit ich weiß. Und ja, das ist halt sowas wie ein Super-Event. Da geht's immer richtig los. Da sind auch viele Leute on. In-game passiert so viel. Eventler versuchen natürlich immer
einige schöne Events zu starten mit richtig vielen Massen an Feinden und was weiß ich nicht alles. Ja, Dunkeltief ist ganz nett. Und jetzt habe ich den roten Faden verloren. Was wollte ich sagen? Ja, das kommt davon, wenn man sich ja die ganze Zeit auf die Texte gleichzeitig, die sagen, und auf das selber Gesprochene konzentrieren. Ja, dann kann sowas mal vorkommen. Noch schnell ein Emote. So, und jetzt weiter. So, ja, und genau, wenn man jetzt mal das Dunkeltief hinter sich hat, ein bisschen was gearbeitet hat, kann man sich noch zusätzlich noch was verdienen. Aber allgemein bräuchtest du da schon mehrere Jahre, dir sowas komplett zu kaufen. Eine Weißwollfellrüstung. Du kannst natürlich auch einfach so in deiner Freizeit moschen gehen und dir ein bisschen Geld dazu verdienen, ja. Das kann man natürlich auch öfters machen und somit kann man sich so eine Rüstung auch schneller holen, sagen wir mal. In einem halben Jahr oder so, dass du da ordentlich immer mal wieder kämpfst und sonst was machst und dann hast du die Rüstung zusammen. Händler haben es dann natürlich leichter. Händler sind zwar keine schönen Krieger, aber dafür können die durch ihr Handel halt sehr viel verdienen. Nur brauchen die nicht wirklich eine Rüstung. Du könntest dich Weißwolfkleidung kaufen, einen Umhang und sowas. Was weiß ich. Wer ist das? Oh. Schattenjäger. Ja, Schattenjäger kann ich gleich mal erzählen. Schattenjäger sind sowas wie eine Söldnerbande hier. Nicht, naja, nicht Söldnerbande. Die sind ja wirklich schon eine richtige Organisation. Halt eben von Söldnern. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich mit meinem Berner Falkensee-Char, wir wollten ins Ödland ausziehen, zusammen mit ein paar Leuten, auch der Oberst jetzt, Lucius Aldorn war da. Und was wollten wir eigentlich machen? Ich glaube, das war nur eine Eskorte durchs Ödland, ja. Und dann ruft der Lucius Aldorn einfach mal zu den einen Typen, den Schattenjäger, der da stand am Straßenrande rüber. 1000 Dukaten, wenn ihr mir für eine Stunde oder 2 Stunden euer Schwert leiht. Und er zieht sein Schwert und sagt, mein Leben für Ersonnt. Also Ersonnt hieß es damals ja noch, der Ersonnter Bund. Da gibt's eine Menge zu erzählen. Ich überlasse das dann mal wieder, Mr. Marlein beim nächsten Let's Play. Und da kann ich dann auch ein bisschen was darüber erzählen, wie das jetzt mit dem Berner Falkensee und dem Ersonnter Bund damals zusammengekommen ist. Naja, da gab es ein großes Hin und Her. So, wir haben noch nicht sehr viel von der Kleidung her. Wir haben auch nur so ein kümmerliches Kurzschwert. Naja, das wird alles. Ich will ja erstmal diesen Geheimorden finden, aber da er ja geheim ist, wie der Name schon sagt, kann das sich etwas hinziehen und etwas dauern. Ja, apropos Berner Falkensee, ich frag mich, wo die eigentlich sind. Dürfen die nicht eigentlich kommen? Naja, ich laufe mal ein bisschen herum und schau mich um. Den komme ich nicht vorbei, also da laufe ich mal hier lang. Muss man bestimmt auch für die Getränke bezahlen. Ich will jetzt kein Geld ausgeben. Ich glaube, ich habe auch nichts mit. Oh, was haben wir denn hier? Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Boah, das ist ja mal schön, ey. Rüstungsständer. Achso, ich dachte, das sind 2 Wachen. Schauen wir uns mal an, was gibt's denn hier so? Uraltes Notramenschwert. Ah, sehr interessant. Hallgier mit der Flamme des Norns. Hä? Wieso denn mit der Flamme des Norns? Also Hallgier, ja, das kann ich mal so erzählen, soweit ich mich noch daran erinnern kann. Ich spiele ja auch Notramen. Hallgier, die Flammen des Nordens.
Also ist irgend so, ich glaube, ja, das war halt ein Schwert, das von irgendeinem Helden getragen wurde in der Schlacht am Orkpass, soweit ich weiß. Das war so eine ganz berühmte Schlacht zwischen Nordtraben und Orks. Denn die Karte wurde ja euch ja bei der ersten Folge bei der Charakterausstellung gezeigt. Und das sieht man beim Norland, das habt ihr auch gesehen. Ganz oben ist halt das Norland und dann etwas weiter südlicher, wenn es dann wieder nach Galadon geht, sieht man, dass es dann nicht mehr so kalt aussieht, sondern, wie soll ich sagen, das ist da so ein raues Klima, ja. Ich glaube, die haben da die Länder da, also die Umgebung etwas braun gemacht, um zu zeigen, dass es kaum fruchtbar ist, das Land, und es ist auch nur eine Stadt dort, ja. Sonst sind drumherum vielleicht einige kleine Siedlungen, die aber halt nicht mit eingezeichnet wurden. Und genau in dieser Steppe, die ja wirklich nichts ist, ja, so wie die Mongolei ungefähr, die haben ja auch nur Steppen. Das ist sozusagen die Mongolei von Tare. Und genau in dieser Mongolei leben die Orks. Da kommen die her. Kalandra-Orks und sonst noch irgend. Ah ja, genau, Kalandra, so heißt das Land, Kalandra. Da kommen diese ganzen Orks her. Und zwischen zwei Bergen ist halt eben dieser Pass, der Nor dieses Norland und das Kalandra-Land von den Orks verbindet. Und da haben die halt eine übelste Schlacht geschlagen und ein Held, dessen Namen mir jetzt nicht mehr einfallen will, ich zocke in letzter Zeit zu oft mein Magier, hat halt dieses Schwert Halgier Flamme des Nordens getragen und somit alle platt gemacht. So, für den Fall, dass das jetzt gerade totaler Bullshit war, den ich erzählt habe, es gucken ja bestimmt auch einige mit, die nur Traben sind und natürlich die ganze Geschichte über Halgier kennen. Wenn ich jetzt gerade wirklich total Mist erzählt habe und oder zumindest etwas falsch ist, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ist schon etwas länger her, als ich das gelesen habe. Hab mir das leider nicht gemerkt so genau. Ich sehe gerade, es wird Zeit, mal die Aufnahme zu beenden. Wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge wieder und in der nächsten Folge bin ich logischerweise auch wieder dabei, denn so schnell ist Mr. Mana nun auch wieder nicht zu Hause. Und genau deswegen sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es wird dann etwas spannender. Jetzt habe ich ganz schön viel gequatscht, gelabert ohne Ende. Ich habe erklärt alles, was ihr überhaupt nicht wissen wolltet. Außer vielleicht das mit Halgier für alle, die mal Nordrave spielen wollen. Empfehle ich übrigens auch. Nordraben und Zwerge sind gerade sehr vertreten. Menschen natürlich immer. Menschen sind immer vertreten. Hobbits spielt keine Sau mehr irgendwie. Genauso wie Waldelfen und so. Hochelfen siehst du noch einige. Aber Waldelfen und Auenelfen auch nicht sehr oft. Und Mythen gibt's zwar noch einige, die auch öfters spielen, aber du siehst die kaum, weil die irgendwo so ein Dorf haben, wo keine Sau ist. Hä, was ist das denn für ein Mist? Also noch größerer Bullshit ist dir jetzt nicht eingefallen, oder? Na gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, die hoffentlich etwas spannender wird. Bis dahin. Tschüss.